Die spanische Regierung hat angekündigt, den Kanarischen Inseln 50 Millionen Euro zur Verfügung zu stellen. Damit solle eine bessere Versorgung der dort ankommenden Migranten gewährleistet werden. Laut dem Minister für Kommunalpolitik Torres erreichen viele unbegleitete Minderjährige die Inseln. Zuvor hatte Ministerpräsident Sanchez die Inselgruppe besucht. Seguimos manteniendo que este acuerdo es un acuerdo de país. Este no es un problema político ni es un problema territorial. Es un drama humanitario al que tenemos que dar respuesta como país. Torres erklärte, man würde sich für eine neue Gesetzgebung einsetzen, dass auch andere spanische Regionen in die Pflicht nimmt, unbegleitete Minderjährige aufzunehmen. Tausende würden als Waisen auf die Kanaren kommen. Diese unbegleiteten Minderjährigen würden automatisch zu Schutzbefohlenen des Staates. Auf den Kanaren kommen besonders viele illegale Migranten aus Westafrika an und erreichen so die Europäische Union. Der örtlichen Regierung zufolge habe man die Kapazität, sich um 2000 Minderjährige zu kümmern. Derzeit werden jedoch mehr als doppelt so viele in überfüllten Unterkünften betreut.